Ich kann es mir nicht angucken, das Bild. Ich finde das richtig, richtig schlimm. Also ich freue mich für ihn, dass er was gefunden hat. Ich kann auch mit meinem Handy online gehen. Ich habe jetzt einen Google Pixel. Das ist echt unfassbar, wie oft du betonst, ja, dass du einen Google Pixel hast. Ja. Ich kann auch mit meinem Handy fotografieren. Ich habe jetzt einen Google Pixel. Ich werde jetzt gefragt von Leuten, dass ich Fotos für sie mache. Das ist mir noch nie passiert, weil ich nur noch Kartoffeln hatte, weißt du, und Toaster. Tino, in der ganzen Stadt erzählt man sich, bist du nicht der mit dem Google Pixel? Ist so. Kannst du mal ganz schnell ein Foto von uns machen? Dieser Moment ist zu schön, den wollen wir nicht mit unserem hässlichen iPhone einsammeln. Ich kritisiere ja auch Google als Unternehmen, nee, aber dieses Telefon, muss ich schon sagen, bin ich schon drauf und dran, die FDP zu wählen. Nee, tut mir leid, also das müssen wir jetzt in den Podcast mit reinnehmen, also damit alle wissen, Tino hat einen Google Pixel. Auch, also ich habe das jetzt wirklich von dir schon 3-4 Mal gehört, genau diesen Satz, ich habe jetzt einen Google Pixel in verschiedenen lobenden Zusammenhängen. Das ist in 2 Monaten nicht so viel, finde ich. Naja, also alle 2 Wochen betonen, was du für ein Handy hast. Das stimmt. Naja, gut. Hallo. Na, das ist aber schön, dass wir doch noch hier aufnehmen und alles ist da und alles ist schön. Und nach einer Woche Pause. Ja, und in dieser Woche ist einiges passiert. Da müssen wir auch noch ein bisschen nachholen, glaube ich. Mhm. Aber auch diese Woche ist einiges passiert. Ich scrolle und scrolle und scrolle. Er scrollt und es nimmt, du scrollst quasi einmal um die Erde rum, kommst vorne wieder raus und alles ist schön, so wie unsere Zuhörer. Ihr seid bestimmt auch sehr schön. Wir sehen euch zum Glück nicht, ja, um diese These überprüfen zu müssen. Aber schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt, wenn wir die letzte Woche und die auch davor ausnahmsweise Revue passieren lassen. Wir sind quasi die Freizeitrevue nur als Podcast. Ja. Wir sind Tango und Ratschatscha. Aha, da hat er gesaved. Mir ist gerade kein Tanz eingefallen mit R tatsächlich. Ja. Vielleicht gibt's ja einen. Na klar, den Dings hier, ne? Wo man so sich bewegt zur Musik. Es gibt da was. Rock'n'Roll. Den Rock'n'Roll, ja gut, das ist ein bisschen Cheaten. Oh shit, das war zu viel reingeredet. Ein Tanz mit Buchstabe R. Hier sind Informationen. Der Rumba, natürlich. Stimmt. Rumba, okay. Rumba, ole. Wie heißen Tänze, ist eine weitere Frage, die hier offen ist. Ja, geil. Bagra ist ein Männergruppentanz. Guck mal, wie viele 1000 Tänze es gibt. Aber nur für Cis-Männer. Wie jetzt? Was jetzt? Wo kommt das denn her? Weil er gerade stand für... Ja, einer, Bagra, dieser eine. Mhm. Guck mal, der Reigen. Der Reigen. Natürlich. Das kenne ich nur von Rammstein, das Wort Reigen. Ja. Sie bilden ein Leben Reigen oder so, ne? Sie stellen sich zusammen in eine Reihe oder so. Rock'n'Roll, da guck. Ja, ich kenne auch noch andere Dinge von Rammstein. Wie zum Beispiel den Schwanz von Till. Hast du ihn gesehen, ja? Weiß ich nicht, bestimmt mal. Doch, ich glaube, ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, wo sein eigenes Buch penetriert. Das war noch bevor er zur Skandalnudel wurde. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Die Datenautobahn hatte leider ein Tempolimit letzte Woche, deswegen tut mir leid, diese linksgrün versiften mit ihren Regelungen. Und deswegen gab es keine Ausgabe. Ja, ich war in Wien, ich kann es ja sagen. Ich war in Wien, ich war im Urlaub für 7 Tage ungefähr. Hab da nur gefressen den ganzen Tag, bisschen rumgelaufen, haben Sachen angeguckt, war im Theater. Das ist doch in Erfurt, oder? Genau. Weil die fragen immer nach Wien. Genau, Wien. Da habe ich gesagt, ja, hier, da fahre ich hin. Ja. Nee, war schön? Ja, und das Theater, wo ich war, hieß übrigens Ronacher. Das hieß wie ich, nur mit einem O. Witzig. Als zweites. Das Wiener Ronacher. Da hast du ein Foto von gemacht, mit deinem Kopf genau vorm O, damit alle denken... Habe ich nicht gemacht, nee. Aber ich dachte, ich hab die Karten reservieren lassen und hatte die quasi an der Kasse abgeholt, dass sie meinen Namen vielleicht sehen und so, aber und dann sagen, och, der Herr Ronacher. Ich hätte dann sagen können, ja, mein Großvater hat das Theater damals gebaut und so, aber haben sie nicht hinterfragt, meinen Namen, leider.
Sehr schade. Aber du warst ja nicht nur beschäftigt mit Wien, sondern du hast ja bestimmt auch jede skandalöse und tolle Nachricht zum ESC verfolgt. Ein bisschen. Also ich war tatsächlich in Wien so ein bisschen abseits von meinem Telefon. Ich habe mal abends... Ja, ich musste dich... Moment! Ich musste Tino tagelang anflehen, endlich mal ein Selfie von Falkos Grab zu bekommen. Aber gerade an dem Tag, wo du geschrieben hast, war ich erst dort quasi. Also du hast irgendwie mittags geschrieben am Sonntag, wollte aber erst nachmittags Sonntag hingehen zum Friedhof. Da habe ich dir dann ein Bild geschickt, genau. Das war schön. Da war ich mal offline, habe ein bisschen Nachrichten gelesen, aber eher so Handy in der Tasche gelassen, Polaroid-Fotos gemacht. Und Puller aus der Tasche geholt. Puller aus der Tasche geholt. Mal abends irgendwie kurz geguckt, was dann aus der Raffo-Wohlfühl-Oase geschrieben wird. Oh, und so war ja auch eine spannende Diskussion auf der Hinfahrt. Da hatte ich ja nichts zu tun, da war ich ja stundenlang im Zug mit Verspätung auch. War das noch das Neo-Ding oder was war da? Nee, das war noch mit dem Bären, glaube ich. Immer noch der Bär? Ich dachte ja. Kann sein, aber... Oder? Und in der Diskussion war ich heftig beteiligt. Ja, ich glaube, das war das Neo-Ding, glaube ich. Das war nämlich später. Doch, Neo, du hast recht. Genau, ich dachte jetzt irgendwie an Nemo, an den ESC-Beitrag, der gewonnen hat. Nee, genau, Neo, stimmt. Es gab ja in der Oase jemanden, der war ein bisschen kontrovers unterwegs, ne? Ja. Überraschenderweise. Und da war so ein bisschen Diskussion, da habe ich ganz Zugfahrt mit diskutiert, das war richtig aber geil. Ich muss sagen, also ich will das jetzt auch gar nicht, das ist ja die Oase, ist ja nur für die Elite. Ja? Das stimmt, da, die Geld zahlen, ja. Da muss man sich ja nicht reinkaufen, sondern wenn ihr 3 Euro supportet, dann kriegt ihr als Dankeschön Zugang zu. Das hat mit Zahlen nichts zu tun mit Geld abgeben. Das ist ein wichtiges Framing. Ja? Ihr bekommt als Dankeschön Zugang, also vielen Dank an alle Patreon-Supporter. Nein, aber ich will jetzt gar nicht so viel davon leaken, weil ne, sind ja auch Personen beteiligt. Nee, es ist ja auch genau, interner ist das ja auch. Aber was ich sagen wollte, obwohl das sehr kontrovers war, hat sich das alles eigentlich voll im Rahmen gehalten, keiner hat sich irgendwie angebieft und am Ende, das hast du ja auch mitbekommen, hat das so eine kleine Wendung bekommen auf einmal, wo es dann so in Richtung Mental Health ging und auf einmal war alles so, ja, Gruppenkuscheln im Altersheim. So, kann man sagen. Das fand ich sehr, sehr schön, wie das quasi aufgelöst wurde, ohne dass es da irgendwie, klar, gab es von der Person dann so ein bisschen mal so ein, schwierig. Aber ich fand das sehr, sehr schön, dass dann am Ende hieß, hier, guck doch mal und wir helfen und dies und das. Und das hält eine Demokratie auch aus. Da sage ich auch immer, verschiedene Meinungen, welcome. Bitte. Solange es nicht irgendwie in der Radikalität abgeht, in der Rechtsradikalität abgeht. Links vielleicht schon manchmal so ein bisschen, aber rechts nicht. Ja, hast du die Montagsdemo letzten Montag mitbekommen? Die war besonders radikal. Rollen gegen rechts sozusagen. Nee. Das war das der Gegenentwurf. Und da habe ich eine Erkenntnis erhalten, weil ich ja eigentlich hasse ich ja alle Menschen. Ja? Same. Ja. Und mir ist aufgefallen, also bei dieser, das war so ein Event, ich weiß nicht genau, Rolling Mondays, ich glaube, das gab es irgendwie in Bautzen oder so schon mal und jetzt gibt es das hier auch, wo quasi alles, was irgendwie nicht festgenagelt ist, sondern auf Rollen unterwegs ist, ob das jetzt irgendwie ein Matchbox-Auto ist oder ein Fahrrad oder ein Skateboard. Skates, ja. Mhm. Ist da gern gesehen und dann macht man so einen Rolle-Rolle-Zug durch die Stadt. Und da waren natürlich auch dann, ich sage jetzt mal, die üblichen Verdächtigen, die man jetzt als Klischee betrachten würde, so als die Waldorf-Muttis oder so. Mhm. Und dann gab es da auch statt irgendwie lauter Musik so einen Chor, der dann singt. Und da würde man jetzt von außen ja auch gerne mal sagen, ja, das sind hier irgendwie die Spießer oder die Verstockten und die Weltfremden oder weiß ich nicht, diese Ringel-Ringel-Reigen-Leute, ja, was weiß ich, wie man die dann bezeichnen würde. Und diese Welt ist mir auch ein bisschen fremd, aber trotzdem ist, also, es gibt ja viele, die das nicht so geil finden und auch ich sage, ja, die Klischee-Waldorf-Mutti, da habe ich so ein bisschen, da geht es dann auch gleich wieder in diese, wir machen hier Schüsslersalze und ne. Da gibt es solche und solche. Ja, ja, klar. Ich verallgemeinere jetzt ganz bewusst, weil wenn Leute in diesen Klischees denken und man das aber weiterdenkt, ist mir das immer noch 1 Milliarde Mal lieber als das jeweils andere Klischee von der Atze irgendwie mit einer coolen Jeanshose und ein schwarzes T-Shirt mit einem krassen Spruch. Und jetzt ganz bewusst nehme ich mal die Onkels ran, wenn es auf dem T-Shirt steht, lieber stehen, sterben, als kniend leben. Ja? Banger Song, keine Frage. aber wenn man das auf dem T-Shirt stehen hat, dann das habe ich ja auch, glaube ich, dir schon mal gesagt, dass ich ja das eine oder andere Onkels-Lied gerne mal höre, weil ich das musikalisch sehr geil finde. Mhm. Aber sobald jemand das in der Öffentlichkeit hört, oder halt Onkels generell, schon awkward, ne? Da denke ich mir so, ich weiß nicht. Ja? So, aber wie dem auch sei, die Leute, die halt mit so einem T-Shirt dann rumlaufen, ey, krass hat's so, und dann halt auch so typisch breitbeinig und Arme hier so, Ellenbogen schön weit auseinander, so dieses Klischee dagegen, ja, was ja auch
meiner Meinung nach, ohne euch jetzt alle angreifen zu wollen, auch von einer tiefen Unsicherheit herrührt. Ja, dieses, ich muss jetzt den harten Atzen nehmen. Ich muss extra männlich sein, ne, um halt auch als männlich zu gelten, weil ich mir unsicher bin, ob ja, und ich als männlich stark bin. Halt so. Ich genau. will das gar nicht unbedingt an diesem männlich festmachen, sondern einfach. Aber in dem Fall vielleicht schon. Das sind ja meistens so diese Atzen so, wie ja, es kalte ist, Schultern es und so. Es ist deren Auffassung von Männlichkeit, klar. Genau, ja. Aber trotzdem ist es nicht, oder für viele klarer kann das schon sein, aber ist, glaube ich, trotzdem erstmal in erster Linie dieses. Ich wirke stark. Weißt du, so. Ich war zum Beispiel zur Schulzeit, ich war ja eher so feminin unterwegs, ne? Mhm. Ich meine, ich war auch in meiner Experimentierphase, habe auch mal Nagellack getragen oder mal ein bisschen Schminke und so. Und da hieß es dann auch sofort halt, du bist kein richtiger Mann. Du bist kein Mann, wenn du so rumläufst. Wenn ich das jetzt machen würde und ich würde sagen, ich bin eine Frau, würden die gleichen sagen, nee, du bist ein Mann. Das hat sich völlig gedreht. Ja, witzig. Ne, das Männlichkeitsverständnis hat sich völlig gedreht. Ich habe hier einfach kurz mal so ein Video, wo genau das drin ist, was ich meine. Sitztattoos, unbeugsam auf dem Pullis, alle klatzen so. Nicht alle, aber. Eine Bierflasche in der Hand und straffen Schritt und so. Totenschädel auf dem T-Shirt. Sonnenbrille, obwohl keine Sonne scheint. So dieses, ja. Das könnte auch so ein Fetischclub sein, weißt du? Ich habe schon Fetischclubs in Berlin gesehen, die so aussahen. Ich bin halt zufällig über dieses Video gestolpert und es hat mich so realisieren lassen, was genau so diese Essenz ist. Und dann möchte ich jetzt einfach nochmal zu Potte kommen und sagen, dann ist mir das doch noch lieber, wenn dann die verpeilte Waldorf-Mutti einen schöneren Reigen tanzt und dabei singt, die Gedanken sind frei und wir haben uns alle lieb. Und noch ganz kurz dazu, ich habe auch in Wien so einen Mann getroffen, der auch so aussah mit irgendwie sehr männlich, so ein Bart und aber Klatze oben rum, tätowiert und so. Und da haben wir uns kurz unterhalten, hat sich irgendwie so ergeben und der fragte mich so, ja, du hast einen Ring um den Finger, bist du verheiratet? Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin verlobt, so. Ach, so Glückwunsch zu dir und deiner Freundin. Und ich so, nee, ich hab einen Freund und ich dachte, jetzt geht's los. Und er so, oh, ich bin seit 12 Jahren mit meinem Mann zusammen. So. Und er wirkt auch eher wie so aus diesen Videos raus. Ja, okay. Man kann Leuten tatsächlich nicht mal ansehen. Manchen schon, aber nicht jeden. Da habe ich mich gefreut. Schön. Ja, deswegen mit Stereotypen natürlich vorsichtig sein. Ja. Es gibt bestimmt auch Waldorf-Muttis, die normale Medizin bevorzugen. Also richtige. Globuli zum Beispiel. Ja. Die potenziert ist. Naja, gut, schön, dass ihr alle immer noch zuhört nach diesem völlig random reingeworfenen Ding, was ich jetzt hier so rausgegraben habe. Ich habe noch ein Thema in der Richtung, wenn wir jetzt über Männlichkeit sprechen und so weiter. Das ist noch ein Thema von vor 2 Wochen. Ich habe auch keine Gender-Themen sonst, aber das war mir nochmal wichtig. Nämlich im Darts gab es einen Skandal. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Aber eine Transfrau, Noah Lynn van Leuven, hat am Frauenturnier von Darts mitgespielt und ist halt einfach sehr gut. Sie war schon immer sehr gut, auch noch als sie nicht als Frau gelebt hatte und war jetzt im Finale der Weltmeisterschaften oder so. Und es hat sich ihre Gegnerin quasi dagegen gewehrt, sich gegen mit ihr messen zu müssen, hat es halt nicht akzeptiert. So. Und Männer schleichen sich irgendwie in den Darts rein, das wäre ja unfair. Da habe ich mich mal reingelesen, die Thematik. Ich verstehe, dass es im Sport ein Thema ist, ne? Haben wir auch schon mehrfach besprochen, müssen wir nicht wieder rausholen. Aber im Darts habe ich gelesen, es ist der inklusivste Sport der Welt. Da hat kein Geschlecht irgendwie einen Vor- und Nachteil. Das heißt, du könntest eigentlich auch gemischgeschlechtliche Turniere machen. Deine Recherche in allen Ehren. Das ist ja schön, dass ja jemand mal nicht mit 16. Wissen sitzt, sondern du dich reinliest. Aber muss man dafür reinlesen, um zu wissen, dass auf eine Scheibe werfen, dass das nicht jetzt irgendwie besondere, das dachte ich auch, geschlechterspezifische Skills erfordert? Aber es war halt mein Reflex zu sagen, da stimmt doch irgendwas nicht irgendwie. Und ich dachte auch von meinem Grundgefühl her, bei Darts, okay, Schwimmen, Gewicht heben, okay, ja. Aber Darts weiß ich nicht, aber ich wollte es überprüfen und da habe ich echt viele Berichte darüber gelesen, dass es halt in Darts null Unterschied macht und gerade weil aber unter den Beiträgen von Bild, von Welt, FAZ, Tagesschau und so, unter diesen Beiträgen immer das erste Argument war, auch ist auch unfair als Mann da anzutreten und so, und wo ich dann wieder diesen Reflex hatte zu schreiben, es ist halt nicht so, ne, da habe ich dann auch dann dementsprechend Studien hingelegt, irgendwie zu meinen, dass ich halt, die Körper von Transfrauen noch angleichen von Cis-Frauen und sogar noch schlechter teilweise werten als der von Cis-Frauen, also sich ein Nachteil entwickelt, was mit Muskulatur und Knochen zu tun hat. Noch oder schlechter als Frauenkörper. Ist so, also Transfrauen irgendwann gleichen sich an und dann werden sie irgendwann meistens, nicht immer, aber meistens sogar
nicht schlechter, aber halt nicht mehr, nicht mehr so leistungsfähig. Noch schlechter als Nein, schlechter als vorher halt, ja, ne, wenn du bist. Ich wollte es nur nochmal, ich wollte die Betonung ändern und die Bedeutung dadurch. Das fand ich sehr schön. Das ist voll okay. Ja. Und da habe ich es auch zu einer kommentiert. Und war es immer nur, es ist ja halt linksgrüne Propaganda. Da kommst du halt nicht durch mit Argumenten. Aber es ist halt Fakt, im Darts ist es wurscht. Und diese ganze Boykottgeschichte für den Arsch. Im Darm ist es auch Wurst bei den meisten Menschen, ja, bis sie auf dem Klo waren. Und deswegen will ich noch mal kurz vom ESC weg, sondern zum eigentlichen Thema der Woche, was scheinbar an dir vorbeigegangen ist. Ein FDP-Politiker hat aus Versehen oder warum auch immer Videos veröffentlicht, unter anderem, wie er eine Toilette ableckt und sich dann mit Exkrementen einen Hitlerbart macht und Hitler imitiert. Das ist doch endlich mal eine Nachricht. So. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Bitte was? Ja. Wer ist es gewesen? Hast du einen Namen? War es Christian Lindner? leider nicht. Es war der Kollege Martin Neumeier. Oh, es ist peinlich. Dem Nachrichtenportal zufolge soll sich Neumeier in mittlerweile gelöschten Videos unter anderem einen Schnurrbart aus Exkrementen gemalt und Adolf Hitler nachgeahmt haben. Das ist doch eine 10 die Woche, oder? Das ist schon eine 10. dafür, Alter. Also, ich habe kurz mit Herr Rodes drüber geredet, ja, um den rechtsextremistischen Flügel abzudecken. Nein, aber ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass. Also alles mit Toilette lecken und so. Mhm. Also die Partei findet das, glaube ich, jetzt nicht ganz so gut. Ja? Die FDP, nee, wobei sie sehr liberal sind. Ja, ne? Ja, also vielleicht müssen wir das nochmal ganz... Moment, ich gehe nochmal zwei Schritte zurück. Weil du hast jetzt das Video nicht gesehen und die Zuhörer, weil das alles keine lüsternen Perverslinge sind, haben es natürlich nicht auch alle. Noch nicht gesehen. Ein paar schon. Die meisten. Also das Video wirkt schon sehr, als wurde er nicht dazu gezwungen, sondern als wäre das so ein Fetischding und er wäre in so einer Sklavenposition, weil er sagt auch am Anfang irgendwas so, ich war Entschuldigung, dass ich so einen schlechten Sklaven gebracht habe und kommt nicht mehr vor, sagt er am Ende. Mhm. Es kann natürlich trotzdem sein, dass jemand anderes das irgendwie gehackt hat oder für ihn veröffentlicht hat oder ihn irgendwie erpresst. Veröffentliche das sonst? Keine Ahnung, das weiß man nicht. Aber er wirkt in dem Video erstmal nicht so, als wurde er gezwungen, diese Toiletten abzulecken, weil er macht das sehr, sehr leidenschaftlich. Also ich wünschte wirklich, Leute würden mich so ablecken, wie er diese Toilette ablecken. Es ist wirklich unfassbar. Und dann nimmt er auch noch so eine Klobürste und leckt die ab. Alter, das ist wirklich... Nicht jedermanns Coffee. Unfassbar. Nee, also ich will ja auch dazu erstmal sagen, no King-Shaming, ne? Das ist ja erstmal was ja, das könnt ihr alle machen, das als erstes feststellen. Ja, ja. Das ist für mich nämlich die große Frage, weil an sich sage ich, Alter, leck die Toilette ab, du schadest niemanden so. Ja. Aber ich verstehe auch voll, wenn man als Partei oder auch Firma sagt, das ist für uns nicht tragbar, dass das jetzt öffentlich ist. Was eigentlich asozial ist, weil was jeder für sich macht, ist ja seines Ding so. Und weiß ich nicht, bei, nehmen wir jetzt mal irgendwie eine prestigeträchtige Firma oder weiß ich nicht, ein Hilton Hotel oder so, was weiß ich, ich kenne mich da nicht mal aus, ja, irgend so ein 5-Sterne-Hotel, ich habe keine Ahnung. Und da ist jetzt, wird jetzt bekannt, dass irgendein Mitarbeiter gerne, was ist noch so, halt Pisse trinkt, was weiß ich, irgend sowas, wo man Pisse schnieft, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt, das will man in der Öffentlichkeit nicht sehen, sag ich mal, aber trotzdem ist das sein Ding. Sondern dieser Zwiespalt von eigentlich ist das ja scheißegal, aber du hast halt trotzdem ein Image und bei einer Partei ist es ja nicht anders und wenn die Partei jetzt gebrandmarkt wird mit die Toiletten ablecken, ja. Das aber lieber Toiletten ablecken als irgendwie in irgendwelchen Gästebüchern mit Sieg Heil unterschreiben, weißt du? Das ist richtig. Oder China-Spione bei sich arbeiten zu lassen. Und das ist richtig, aber so sieht das nicht jeder und ich verstehe das halt voll, wenn man sagt, das ist trotzdem nicht tragbar. Allerdings kommt ja dann noch der Hitlerbart dazu, wo ich auch sage, ja, hat doch jeder von uns schon mal gemacht. Vielleicht ja, nicht mit Scheiße unter der Nase, aber... Also ich habe auf jeden Fall... Ich hatte damals so einen Kamm, wenn man den so an der Seite zugehalten hat, war das perfekte Hitler. Aber auch eine Hitler parodiert. Also es ist ja was völlig okay ist. Das ist eigentlich was Urdeutsches. Natürlich, ja. Hitler parodieren, das macht ja auch sein Erbe zunichte. Es gab doch erst auch letztes Jahr irgendwie jemanden, der irgendwie Sex im Plenarsaal hatte, im Europäischen Parlament oder so, wo es dann auch richtig Ärger gab. Zufällig in seinem Song. Nee, das ist nicht, das ist echt passiert. Wo es dann auch richtig Ärger gab, wo du halt, das sind halt Sachen, wenn die jetzt im Plenarsaal passieren und den irgendwie so ein bisschen diskreditierst und so, verstehe ich den Backlash.
Ich verstehe auch, dass es peinlich ist für deine Parteikolleginnen und so, und auch für dich peinlich ist, wenn da irgendwie rauskommt, dass und Videos rauskommen, wie du Toilettensitze ableckst und dir Kacke ins Gesicht ausbreitest. Aber ich finde, sowas sollte niemals, also Letzteres, sollte niemals dafür sorgen, dass man seine politische Funktion verliert. Aber jetzt mit dem Hitler, das ist Stufe 3, ne? Hm. Ich meine, Stufe 1 ist, du hast einen Fetisch. Hm. Boah, mach, was du willst. Stufe 2 ist, es kommt raus, es gibt Videos dazu, das ist schon arg unangenehm, das ist schon grenzwertig für deine Reputation. Aber mit den Hitler-Bart zu machen irgendwie und das erst zu filmen und ihn zu imitieren, da kann ich erst anfangen zu verstehen, dass die FDP sagt, na, weiß er nicht, mach mal jetzt ein bisschen Hintergrundarbeit für die FDP in Zukunft und nicht mehr so im Vordergrund. Sieht denn der aus? Oh, das ist eklig. Oh. Du siehst aber in diesen Fotos schon die Leidenschaft, Alter. Es ist halt auch so ein richtig ranziges... Nicht zu Lassie und mich. Es ist halt auch nicht so eine weiße Porzellantoilette, sondern so eine richtig schöne, ranzige Bahnhofstoilette aus Stahl. Oh, würde mich was für Manfreds da irgendwie... Oh. Den Durchfall weggemacht haben. Verstörendes Fäkalienvideo hat Folgen. FDP-Politiker tritt aus Partei aus. Ach, auch das noch. Das finde ich auch scheiße. Ja, also da kann er quasi nicht in seinem Kontext. An diesem Sachverhalt Kontext. Sich ablecken. Ah, das ist blöd, wirklich. Also das finde ich schade, wenn es dann so weit geht, dass sogar aus der Partei irgendwie austritt. Ja, also ich finde, da sollten sich jetzt wirklich alle Parteien mal zusammenfinden, um Deutschland zu einen, dass quasi jede Partei so ihre Kotfetischisten vorschickt, die dann sagen, hey, das ist ganz normal. Und jede Partei haut jetzt so mal ein paar Leute raus, die auch Toiletten ablecken und dann so, hey, komm, wir sind doch alle nur Menschen. Ich meine, wir hatten es ja bei der Partei auch mal, ne, dass wir niemanden hatten, der auch, wir wussten, er hat so seine privaten sexuellen Vorlieben und dreht seine Pornofilmchen, wo wir auch dachten, okay, der Kollege, ja. Wir trennen es aber trotzdem von seiner Parteiarbeit, wobei er es auch so ein bisschen mitgenommen hat, ne? Er hat dann auch manchmal Wahlkampf gemacht mit seinen Anzüglichkeiten, aber es war nie was Illegales dabei. Und da kam auch irgendwann raus, wie bei Lindemann, dass es halt nicht nur Kunst ist, sondern dass er eben auch seine privaten Vorlieben gerne nach außen trägt und dass es dann perverse Züge annimmt, weil es dann eben irgendwie um Machtmissbrauch geht und mit Minderjährigen geht, wie im Fall von den Parteigenossen, den ehemaligen, dann muss man schon auch Konsequenzen ziehen, ne? Das ist ganz schwierig. Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, das Hitlerbart-Video habe ich leider nicht gesehen. Das habe ich nicht auf Reddit. Ich kann es mir nicht angucken, das Bild. Ich finde das richtig, richtig schlimm. Also ich freue mich für ihn, dass er was gefunden hat, was mir Spaß macht. Das ist ja okay. Aber als... Ja, doof gelaufen, sorry, es ist kacke, es tut mir voll leid. Es ist kacke. Es ist dumm gelaufen. Ich wünsche ihm eine erfolgreiche Politikkarriere. Und es ist auch gerade eine Diskussion bei CSDs, ob man auch den Fetisch so im Vordergrund stellen muss. Wo ich auch mal so sehr zwiespältig war, dachte, eigentlich ist für mich Fetisch etwas, was man jetzt nicht auf der Straße ausleben muss, wenn die mit Lack und Leder rumlaufen. Und so, das muss für mich jetzt nicht sein. Wenn du aber bedenkst, dass Leute ihre Positionen verlieren aufgrund von Fetischvideos, dann muss ich sagen, okay, wenn Fetisch so krass abgelehnt wird und es so als so schlimm gilt, da braucht es doch nochmal so einen kleinen Fetischkampf in der Öffentlichkeit vielleicht, so einen kleinen Klassenkampf für den Fetischbereich. Na gut. Oh, spannend. Also ich würde sagen, ja, ich finde auch spannend, aber wir müssen halt echt viele Themen nachholen, auch so ein bisschen aus der letzten Woche. Ich würde sagen, er tritt jetzt einfach in die AfD ein, weil da findet er genug Braunes. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Können wir so resümieren. Gut. Noch was Braunes ist geschehen, nämlich um den Skandalpolitiker Bernd Höcke. Ah, der ist der Thüringer Landesvorsitzende der AfD. Und ihm wurde vorgeworfen, verfassungsfeindliche Parolen gerufen zu haben. Nämlich dreimal ungefähr hat er wohl, und ich zitiere, Deutschland für alles. Das nehme ich an den Anfang ohne Kontext. Mach das gerne. Aber bei den anderen zweimal war es doch so, dass er das Publikum hat vollenden lassen. Beim ersten Mal hat er es noch selbst gesagt, dann hat er das Publikum vollenden lassen und er trat vor Gericht so, haben wir auch schon mal besprochen als Geschichtslehrer, ich habe das nicht gewusst, dass es eine SA-Losung ist. Mhm. Was man bei einem Geschichtslehrer jetzt irgendwie hinterfragen kann. Ne? Ja. Und als er das erste Mal gesagt hat, dachte ich mir auch so, na gut, okay, er war einfach ein furchtbarer Lehrer, dass er sowas nicht weiß. Aber er hat es ja wiederholt quasi, wo aber auch schon klar war, dass es eine Parole ist, eine SA-Losung ist und dass er auch dafür wohl angeklagt werden könnte. Er hat trotzdem wiederholt. Und jetzt gab es wohl ein Urteil letzte Woche, nämlich muss er 130 Euro durch, wie viel waren es, 100 Tagessätze zahlen, also irgendwie 13.000 Euro muss er jedenfalls dafür blechen. Mhm. Und sie gehen noch in Revision, es ist also noch nicht rechtskräftig,
Aber wenn das passiert, ist er halt ein Straftäter. Und das sind so die aktuellen News. Und das Traurige, also was echt doof gelaufen ist, am Prozesstag, 19 Uhr gab es das Urteil, aber schon irgendwie um 9 vormittags hat schon irgendeine Zeitung geschrieben, dass Höcke zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. Mhm. Und es kommen natürlich wieder die Verschwörungstheorien, die Medien wussten wieder mehr und es alles abgekatert, wobei einfach nur ein Mitarbeiter schon verschiedene Szenarien vorbereitet hat, hat aber aus Versehen bei dem, ausgerechnet bei der Geldstrafe auf Veröffentlichen geklickt und nicht auf Speichern geklickt. Hm. Was ich auch schon weird finde, aber das machen alle so. Haben auch viele JournalistInnen gesagt, das haben wir alle schon gemacht, dass wir Beiträge vorgeplant haben, weil wir immer die Ersten sein wollen. Trotzdem ist es, kommt es ja komisch rüber, ne? Ja, Tino, das sind aber eine Menge Zufälle immer. Ja, natürlich ist es so. Worauf ich hinaus will, ist, du findest halt immer irgendwas, ne? Da ist irgendwelche Simmer. Da macht das jetzt auch keinen Unterschied, glaube ich. Und jetzt ist es wohl auch so, dass Höcke ja schon mehrfach Fake News erzählt hat, wie zum Beispiel, dass irgendwelche alten Kaiser haben schon diese Parole gesagt, was nicht relevant ist, weil da gab es die SA noch nicht. Es gibt eine neue Kaiserin, auf die du jetzt hinaus willst. Ich gehe auf. Ja. Okay. Die hat das auch schon gesagt. Sie auch. Dann soll es die Telekom schon gesagt haben, was aber auch nicht stimmt, da hat auch Telekom geklagt. Die hatten niemals diese Parole, also es gab es echt nicht, das hat er aber behauptet, dass die damit geworben hätten. Dann hätte das Beckenbauer schon gesagt, stimmt auch so nicht. Er hat wohl nur mal in einer Kolumne geschrieben, sie tun alles für die deutsche Mannschaft, also auch nicht richtig. Und jetzt gab es aber wirklich einen Fall, nämlich Kathi Hummels hat jetzt eine Story gemacht, auch, aber auch im Kontext von Fußball. Und da ist Kontext nämlich sehr wichtig. Da hat sie nämlich auch geschrieben, alles für Deutschland, in Deutschlandfahne und dazu irgendwie einen Fußballkontext gepostet. Jetzt zeigt quasi Höcke sie dafür an. Höcke zeigt die an? Höcke hat sie quasi angezeigt, persönlich. Und das Witzige das ist, nicht. Unter diesen Beiträgen steht halt drunter, ja, Dummheit schützt vor Strafe nicht, Frau Hummels, ne? Mhm. Wo ich auch dachte, bei Höcke hat das nicht gegolten, aber bei ihr jetzt natürlich schon, ne? Jedenfalls spannend, was jetzt rauskommt. Aber der gehe ich eigentlich fast davon aus, dass es so ein PR-Ding ist. Ist das nicht immer so eine, die, kann sein, die alles Skandal mitnimmt, was geht? Weil ich meine, wenn der Brennpunkt über sie redet, geht sie halt wieder in die Relevanz und jetzt hat sie es geschafft. Das kann sein. Aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht angeklagt wird, weil der Kontext ist wichtig, ne? Ich meine, wenn jetzt eine Fußballfrau, ich glaube, sie ist ja wirklich eine Ehefrau von einem Fußballer gewesen oder ist aktuell noch eine. Das ist ihr Beruf, ja. Nee, aber sie hat es ja in der Form quasi als Fußballfrau sehr bekannt geworden und so und postet halt im Kontext von Fußball, alles für Deutschland, dass es einen Unterschied macht zu einem rechtsextremen Geschichtslehrer einer rechtsextremen Partei, der das auf der Bühne im politischen Kontext sagt. Ja. Das ist ein Unterschied, das raffen viele halt nicht und deswegen denke ich mal, dass das halt keine Relevanz haben wird. Hm. Von Kathi Hummels, die hat es gepostet. Ich hoffe, die haben da so einen ganz langen Streit, dass das ausartet wie Johnny Depp versus Amber Heard und das dann wird dann live übertragen. Das fände ich schön. Wäre lustig, würde ich mir angucken. Ich hatte auch gehofft, dass dieser Höcke-Prozess übertragen wird, aber das machen die meistens nicht in solchen Fällen. Du hast vorhin Puller gesagt. Es gab die Woche auch Puller-Lichter. Das war ja, so ein Ding auf jeden Fall. Hast du sie gesehen? Ich habe ein bisschen gesehen, aber es war so... also es hat halt sehr schnell den Appeal verloren, weil das dann halt überall war. Und dann denkst du so, okay, es ist halt... Wenn Feuerwerk ist, ist es auch buntes Licht am Himmel. So, und dann, cool. Ja, aber Polarlichter werden ja nicht erzeugt. Ja, das ist mir schon bewusst, aber es war dann so, ich habe ja dann auch Screenshots gesehen von irgendwelchen Instagram-Frontpages, wo halt nur diese Bilder waren. Mhm. Und da ist man dann gleich relativ schnell übersättigt dran. Aber ist doch schön, hat man mal hier schön bunte Lichter, bunte blaues Licht, was macht das? Leuchtet blau. Habe ich nicht gesehen, war ich in Wien, da war ich gleich gerade im Theater, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Wie dem auch sei, ich wollte es nur mal erwähnen, das für mich Interessantere ist, dass zwischen New York City und Dublin ein Portal errichtet wurde. Habe ich auch gelesen, habe ich auch hier mit als Thema. Schön. Ja. Und da sind natürlich direkt, also erstmal ganz kurz als Erklärung, ist eigentlich mehr oder weniger eine glorifizierte Webcam, die ein Live-Feed überträgt. Ein rundes Portal, so Stargate-mäßig. Mit so einem Bildschirm drin. So, ja. Ich würde sagen, 1,5 bis 2 Meter Durchmesser und dann kannst du dich da halt davor stellen als Crowd. Die New Yorker können nach Dublin gucken und die Dublin-Leute nach New York. Und es hat nur einen Tag gedauert, bis in Dublin jemand so ein Bild vom brennenden World Trade Center in die Kamera gehalten hat. Warum, Alter? Warum? Naja, also, come on, das ist ja wohl naheliegend. Ich hätte auch erst gelesen, irgendwie wegen unangemessenem Verhalten haben sie es dann wieder ausgeschaltet. Ich dachte, das ist irgendwelche
irgendwelche Leute ihre Pimmel gezeigt haben oder so irgendwelche ähnlich. Pornos. Also ich habe ein Foto gesehen, nee, ein Video war das sogar, wo eine ihre Brüste ausgepackt hat in New York und die Leute in Dublin sind völlig unimpressed und ich fand das so großartig, wirklich. Sie steht so 10 Sekunden da, ey, do you like my candy oder irgend sowas, sagt sie, my cakes, was weiß ich. Und die in Dublin, keiner bewegt sich, gucken halt einfach nur so. Es ist ja auch ein bisschen billig, ja. Ja, das ist mies billig. Ja, aber die Idee ist trotzdem ganz interessant. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier ein Portal zu... Wir könnten zu euch gucken, zu den Zuhörern. Zu Zuhörern. In ein Portal in jede eurer Kinderzimmerchens rein. Das will ich nicht haben, ein Kinderzimmer. Aber Herr Michael Jackson. Ja, nein, gut. Danke. Na gut. Hey Dati, lehne ich ab. Dann habe ich noch eine Sache, die muss ich auf jeden Fall vortragen, weil das ist so ein Ding, da haben wir drüber berichtet. Mhm. Wobei ich gar nicht weiß, ich glaube, das war nicht mit dir, das war, glaube ich, mit Herodes, dass in Baltimore so ein Schiff in so eine Brücke reingerast ist. Ah ja. Das hast du mitbekommen. Nee. Gar nicht. Ja, schade. Das Aha war eher so, nee, habe ich nicht von gehört. Ja. Also es war quasi wie dieses, was sich in dem Kanal schiefgestellt hat. Die Evergreen oder so. Ja. Evergiven hieß, glaube ich, das irgendwie Schiff, sowas, hat mich Herodes dann berichtet. Wie dem auch sei, berichtigt. Berichtigt. In Baltimore, das ist halt bestimmt, lass es 2 Monate her sein, ist halt ein Schiff in eine Brücke rein, die Brücke ist irgendwie kollabiert und... Ach doch, habe ich gesehen. Sind, glaube ich, auch ein, zwei Leute gestorben, genau. Ich dachte auch ein paar mehr, doch stimmt, ich habe es gesehen. Und da habe ich diese Woche dann gesehen, dass sie jetzt diese Brücke gesprengt haben und dann ist mir klar geworden, dass dieses Schiff seit 2 Monaten da immer noch steht. Das fand ich interessant. Dann gibt es halt hier dieses Foto, wie sie kontrollierte Sprengungen machen an dem Schiff. Mhm. Und jetzt kommt's noch wilder. Die Besatzung auf dem Boot war die ganze Zeit auf dem Boot. Die wurden nicht gerettet mal. Die durften halt nicht, weil das keine Ami-Citizens sind, durften nicht einfach an Land gehen und mussten quasi versorgt werden auf diesem Schiff. Also die hatten eh geplant, relativ lange da drauf zu bleiben auf ihrer Fahrt. Nationalismus, Föderalismus. Aber ey, das ist wirklich... Das war bei mir schon wieder komplett raus. Dann sehe ich dieses Bild und denke, what, das Schiff stand da die ganze Zeit? Wir können sie nicht retten, es geht nicht. Sie müssen erst Antrag stellen, tut mir leid. Explosive charges are detonated in the collapsed Francis Scott Key Bridge in Baltimore. Und das ist irgendein Multimilliardär gewesen. Ich stelle mal vor, irgendwie Taylor Swift ist blöd, aber irgendwie ein australischer Superstar stürzt mit einem Flieger ab und die landet vielleicht mit ihrem Fallschirm irgendwie kurz vor der Küste, würden die auch sofort retten. Hier würden sagen, hier komm, hier Superstar, komm an Land, wir retten dich. Die würden da auch nicht sagen, nee, du musst erst eine Green Card beantragen oder musst irgendwie erst, erst Kaiser Wilhelm salutieren, weiß ich nicht. Ja. Dumm. Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen echt, glaube ich, überleiten, weil ich merke gerade, es ist so viel, weil wir haben Annie the Duck noch gar nicht angesprochen. Ich finde auch, wir können auch... Wir sind auch ein Podcast mit Mut zur Lücke. Wir müssen noch nicht alles erklären. Das stimmt. Aber Annie the Duck zumindest ansprechen. Ihr könnt ja, wenn ihr die Zusammenfassung davon haben wollt, einfach auf meinen Robin Ostarafu-Kanal gehen. Das ist alles gesagt. Da ist alles gesagt, was in ihrem 1,5-Stunden-Statement passiert. Mhm. Die Anklagen waren, sie ist eine manipulative, narzisstische Person, die Leute missbraucht und ihre Katzen wie Spielzeug behandelt, statt wie Tiere und ganz schlimm. Die ihre Ex-Partnerin irgendwie dazu bringen, dass sie Blut kotzen. Ja, und dann habe ich das Statement mir angeguckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier war. Ich habe mir auf jeden Fall so ein paar geile Zitate. Also das war halt der Moment, wo ich wirklich hooked war auf diesem ganzen Drama. Mhm. Weil wenn du so ein Entschuldigungsvideo dir anguckst von irgendeinem YouTuber, die sind der Scheiße immer braucht, großartig, die Videos. Du kannst halt so ein bisschen predikten, was drin passiert. Ja. So. Und ich lese jetzt mal ein paar Sätze und Sachen vor, die ich niemand, ein Mensch auf der Welt hätte vorausahnen können, dass diese Sätze fallen. Das war so geil, ich habe deine schwitzigen Titten gespürt. Ich habe meine Katze gefilmt beim Pissen. Explosiver Durchfall. Es hat 24/7 nach Scheiße gestunken in meiner Wohnung. Krass entzündetes Po-Loch. Nervöser Durchfall. Schwitzendes T-Shirt ausfringen. Und so weiter und so fort. Und auch ihre Mutter und Schwester sind obdachlos geworden und sie hat nur die Katze bei sich aufgenommen. Also es sind so viele memeable Sachen da drin vorgekommen. Hast du das Video angeguckt von Annie the Duck? Ich habe das komplett mit Marlene hier auf dem Sofa angeguckt. Tut mir leid, ey. Wir haben so viel gelacht, ohne Spaß. Wir haben so viel gelacht. Es war wirklich, also wir haben auch uns angeguckt und so, what the fuck, hä? Da sind so viele Sätze drin, die du einfach niemals in so einem Video vermuten Und nicht würdest. Ein Schuleingeständnis, ne? Ich glaube maximal so dieses Ding so von wegen, ich war mir meiner Macht nicht bewusst oder so. Das war so, was am ehesten rankommt, aber irgendwie alles immer nur, die anderen haben sich verschworen so in der Richtung. Die haben das alle falsch verstanden. Genau, ja. Ja.
So, und da muss, das musste ich ja jetzt zumindest erwähnen, weil die, das ist ja gerade so ein bisschen am Abebben, die ganzen Leute, die da mit drin hängen, die ganzen, ihre beste Freundin Mauki, ihre Ex-Freundin Reefed, die bei mir im Twitch, Smack My Twitch Up Video auch zu sehen ist übrigens, da ich die einmal getroffen und so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich da mit der gemacht habe, ein bisschen veräppelt. Und Gnu, so eine andere Cosplayerin, die wegen ihr aufgehört hat. Und so weiter. Die von, schließen sich zusammen. Von Rezo gibt es auch noch irgendwie einen Statement. Ja, aber der, nicht geschaut der hängt da nicht so drin. Also der weiß da Bescheid. Aber diese drei wollen halt wahrscheinlich jetzt irgendwie die verklagen oder was weiß ich oder anzeigen. Ja, weil die also halt Lügen erzählt. Und ne, der Schaden ist ja schon gemacht. Ne? Sie hat jetzt sämtliche Sponsorenverträge verloren, hat Follower verloren und so weiter. Ist nicht die Masse. Ich glaube, als pure Zahlen schon, aber so prozentual ist nicht wahnsinnig viel gewesen, was sie verloren hat. Naja, also 10% sind das mindestens gewesen, glaube ich. Also für mich ist es nicht viel. Also hat immer noch ein paar, weiß nicht, hunderttausende FollowerInnen und so. Da hat sie nicht viel getan. Für mich zumindest. Ja, hätte mehr viele erwartet. Dabei, die nicht aktiv gucken. Das kann es ja auch nicht. Das kann ja auch sein. Ja, aber da wollte ich jetzt nur überleiten, weil Unge hat sich davon bemächtigt gefühlt, über seine ganzen Probleme zu reden. Denn Unge hat mit drei Frauen gleich Probleme. Ja. Oh nein, der Arme. Ja, und da hat er einen ganz großen Tweet-Thread eröffnet und hat lange und breit erzählt. Eins davon ist seine Ex-Freundin, die wohl auch so ein bisschen anti-gedankenmäßig sein soll. Dann gab es eine Moderatorin von seinem Twitch-Stream, die erst cool war und dann was von ihm wollte und auch Onlyfans hat und die haben sich wohl Bilder und Videos geschickt, aber da lief nie was und dann war die aber sauer, als der mit seiner Freundin zusammengekommen ist und dann gab es eine dritte Person, die Scheiße über die erzählt hat, weil Unge hat jetzt eine vierte Frau, die quasi seine neue Freundin ist und die dritte wiederum hat, die livestreamt auch, aber man weiß wenn nicht, wer das ist und die dritte ist dann bei Unge und bei ihr jeweils separat in den Stream gegangen und hat dann gesagt, ey, der erzählt gerade über deine Beziehung und sie erzählt gerade über deine Beziehung und so hin und her und dann hat er mitgekriegt, ah, okay, der hat ja dann falsche Informationen gefüttert und dann kamen diese falschen Informationen plötzlich bei der allerersten an, ja, diese OnlyFans-Dame und das war dann und seine Ex-Freundin und die machen jetzt gemeinsame Sache oder sind vielleicht auch ein und dieselbe Person, zumindest zwei von denen und das ist ganz komisch und jetzt kommt er endlich raus und lässt sich das nicht mehr gefallen, weil Unge hat auch ganz jahrelang People-Pleaser gemacht und jetzt ist aber Schluss mit lustig, jetzt haut er mal auf den Tisch. Bin gespannt, guck ich mir halt nicht an. Ja. Ich hatte halt eine Zugfahrtzeit, mir das durchzulesen. Ich hätte mal kennengelernt fast jemand Unge, der war mal an der Uni und sollte da rumgeführt werden, weil der wollte ein Video drehen, so ein Werbeclip für die Uni und dann wurde ich gefragt, so ey, du hast doch ein bisschen Erfahrung mit Medien und so und Schauspiel, hast Bock, den da rumzuführen? Da habe ich gesagt, aber natürlich nicht. Habe ich dann gesagt, habe es dann abgegeben und war froh drüber. Der Film ist ganz cool geworden, aber es war halt wieder so eine Beweihräucherung von der Uni und so. Da ist mir nicht einkaufen für sowas. Aber hätte ich ihn fast kennengelernt, den Simon Unge. Ja, nichts gegen ihn. Da gibt es natürlich jetzt auch wieder die Stimmen, die dann sagen, der ist aber gar nicht so ein Feini. Who knows? Weiß ich nicht. Ahnung. Ich habe mich mit dem nicht befasst so richtig. Ja, also ich finde nur schlimm, was er Mitte der 2010er Jahre hier mit Deutschland gemacht hat, dass dann plötzlich überall ihre Longboards rumgetragen haben wegen der Tour. Und war doch cool. Das war super cool. Ja, ist das so ein Reizwort für Skateboardfahrende? Ja. Okay. Nee, es ist halt so, es ist halt einfach ein bisschen lächerlich. Ja, es kann ja jeder fahren, was er will, aber erstens aber. Ist das, naja, es ist so ein Lifestyle-Produkt. Du siehst dann irgendwelche LeFloids, die hinter sich an der Wand fünf verschiedene Longboards haben und keins davon benutzen. Das ist halt irgendwie immer so. Aber so fingen ja Skateboards auch mal an irgendwann. Ach, die Skateboards fangen nicht an, als ich hänge sie mir an die Wand und benutze nicht. Da gibt's auch Leute, safe. Ja, aber das ist der kleinste Teil. Und das war halt wirklich einfach nur so ein Lifestyle-Ding. Und das Schlimme am Longboard ist ja, wenn du ein Skateboard gerade nicht fahren kannst, weil der Boden scheiße ist oder so, oder du nicht willst, whatever, dann trägst du das halt einfach rum. Aber wenn man ein Longboard in der Hand hat, so einen riesen Klotz, Alter, das ist einfach dumm. Warum? Ja, weil das so riesengroß ist und so unhandlich. Und dann trägst du halt dein riesiges Scheißboard. Egal, ich will's jetzt nicht. Na, so wenn sie aber damit sonst nach Hause fahren, aber der Weg ist auch jetzt mal irgendwie nicht befahrbar, können sie ja auch das Longboard mal hochnehmen. Ja, aber die können ja auch einfach ein normales Board fahren. Warum, wenn sie nicht wollen? Weil das Gleiche ist. Soll seine Vorteile haben. Ja, das kann federn und dann kann man so drauf tanzen. Egal, ja, Robin vs. Longboards habe ich mal ein Video gemacht, ist alles zugesagt, hat Franz mitgemacht, war sehr schön. Ich will es gar nicht so lang machen, fahrt Longboard, wenn ihr Bock habt. So, und der andere Clip ist mit seiner Freundin, ich weiß nicht, ob das eine von diesen vier komischen Frauen jetzt ist.
Wahrscheinlich nicht. Es war dann noch meine Ex-Freundin davor auf Madeira, als so ein Erdbeben passiert ist. Und er so, komm Simon, komm in die Tür. Wie so ein Hund. Das ist mein Lieblingsclip von Simon Unge, der einzige, den ich wirklich kenne. Ich kenne nur zwei Clips von ihm. Einmal, wie er so, wie offenbar, sagt man, Drogen konsumiert hat, irgendwie gekifft oder so, wo er halt so tanzt, Partie, 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 Partie. Ja. Das kenne ich noch, fand ich so, so richtig cringe. Und wie er irgendwie in einem Penthouse über PayPal kauft. Wo er sagt irgendwie, ja, das, PayPal, das Penthouse kauft für eine Viertelmillion, mach ich mal. Gehört jetzt mir. So ein Livestream, das kenne ich noch. Okay. Und Milch ist Gift. Ja, Milch ist Gift ist natürlich... Wo damals auch noch ausgelacht worden ist. Und heute ist die Verschwörungstheorie wahr geworden, sage ich mal. Wie viele andere Verschwörungstheorien auch. Ja, also ich kann mich an das Video ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern, aber es war ja ein bisschen sehr over the top. So. Naja, aber er hat ja irgendwie recht. Also Milch ist jetzt auch nicht, also nicht so geil. Gift für ist ein starkes Wort. Ein sehr starkes. Aber es passt. Nee, sicherlich nicht. Es ist kein pures Gift. Milch jetzt irgendwie als die Grundnahrungs-super geile Scheiße zu verkaufen, ist natürlich das eine, aber es Gift kocht halt keiner. Das ist halt der Punkt gewesen. So. Ja. Klar, da überzogen, ist ja keine Frage. Aber eben, weil es halt so verkauft wird als Grundnahrungsmittel, was es aber nicht ist und nicht sein muss, die Milch deiner Mutter ist mal für die ersten Jahre dein Grundnahrungsmittel, aber danach brauchst du keine Milch mehr. Ja. Aber wir schweifen ab. Wir schweifen ja doch mal ein anderes Thema an, denn ein neues Lord of the Rings Movie ist coming. Ja? Peter Jackson ist Producer, Andy Serkis ist Director. Ist ja Lord gespannt. Of the Rings, The Hand for Gollum. Was ist da denn los? Interessiert dich das? Mich nämlich nicht. Das ist, ich würde fast sagen, furchtbar spannend, aber ich glaube, das spannend würde ich wieder rausnehmen. Das ist okay. Mir egal. Also ich muss auch sagen, ich bin einfach schon jetzt übersättigt und ich fürchte, dass das mit, also Andy Serkis erstmal, das ist ja der Motion Capture Typ von Gollum, das ist schon ein guter Typ, der hat richtig was drauf und der ist Regisseur, der macht da bestimmt irgendwie ein Herzensprojekt oder was auch immer, aber trotzdem glaube ich, dass das genau das macht, was die neuen Star Wars Filme macht, dass das so ein bisschen die Franchise noch mehr übersättigt. Und wer braucht, vor allem, wer will denn die Hand vor Gollum, also es ist halt nicht mal, das spielt irgendwie vor die Gefährten, glaube ich, wie Aragorn nach Gollum sucht, irgendwie sowas in die Richtung, aber man weiß ja, was danach, also es interessiert mich halt gar nicht und ich frage mich, was diese Obsession mit Gollum soll, der ist natürlich ikonisch, aber ich glaube, keiner mag den wirklich. Keiner sagt, ey, Gollum, ey, von dem... Es gab ja jetzt auch dieses Gollum-Spiel vor einem Jahr, was so das schlechteste Spiel des Jahrzehnts irgendwie geworden ist. Ja. Nee, so Lord of the Rings war immer so ein Ding, was mich nicht so interessiert hat. Ich habe mal reingeschaut, aber ich fand die Filme einfach nicht... Also, da verschlagen mich viele. Auch, ich habe auch Hobbit im Kino mal gesehen. Ja, das ist halt scheiße. Und ich habe auch Lord of the Rings mal geguckt und also angefangen zu gucken... Und mich werden dafür viele schlagen. Ich habe auch meinen engen Freundeskreis, richtig Hardcore-Fans, die mich auch dafür immer beschimpfen. Aber ich finde die Filme furchtbar langweilig und nicht gut gemacht. Das ist also nicht meine gut gemacht. Meinung. Nicht gut gemacht werde ich hier nicht stehen lassen. Doch, Teil 1 hat mir nicht, fand ich von der... Die Gefährten oder was? Hast du den geguckt? Ja, der allererste, redest du vom Hobbit? Der allererste Lord of the Rings-Film. Mit Frodo im Auenland? Ja, wahrscheinlich. Und Gandalf. Ich habe das gesehen, dachte mir, das gefällt mir von der ganzen Grundstimmung nicht. Die Grundstimmung. Also du kannst alles sagen, aber nicht gut gemacht. Da beschütze ich dich jetzt auch, weil du wirst nachts überfallen für diese Aussage, ja, weil die einfach faktisch falsch ist. Bin ich auch schon. Aber ich sag's mal anders, mich hat die Aufmachung des Films nicht abgeholt. Das kann alles gerne sein, dass das für dich uninteressant ist und das Thema langweilig. Nee, aber nee, auch filmisch. Ich fand's auch filmisch für mich, ich fand's nicht gut. Das ist alles handgemacht. Da ist, außer Gollum ist da echt... Meine Tontöpfe aus Grundschule waren auch handgemacht. Die waren nicht geil. Das ist ein fucking Wunder, was Peter Jackson damals vor... Das ist also wirklich... Das ist meine Meinung. Ich finde ihn nicht gut gemacht. Also Filme müssen mich irgendwie auch abholen, auch so filmtechnisch und irgendwie und von der Atmosphäre her. Und hat mich nicht abgeholt. Also wie diese, ich will jetzt keinen Vergleich ziehen, aber wie diese Trash-Filme irgendwie hier Sharknado und so. Hä? Nein, ich das ist genau das, warum das so grandios ist. Peter Jackson hat vorher Braindead gemacht, was halt wirklich genau das ist. Das weiß ich, absoluter Trash. Und dann kommt der aus dem Nichts, so ein fucking unverfilmbares Megabuch und macht dann eine Trilogie und mit Punktlandung und alles ist, Ich meine ja, Sharknado ist ein Beispielfilm. Ich verstehe diese Witzigkeit drumherum, aber ich konnte den nicht zu Ende gucken, weil er einfach so schlecht gemacht war. Ja, aber
Also für mich war er schlecht gemacht. Ja, ich dachte, nee, Sharknado ist halt ich nicht aus. Mit Absicht schlecht gemacht, aber Herr der Ringe ist nicht schlecht gemacht. So, aber nee, vielleicht nicht schlecht, vielleicht ist das der falsche Begriff, aber ich fand die Atmosphäre des Films und die Aufmachung des Films einfach blöd. So, subjektiv gesprochen. Ja, aber das klingt halt eher, als magst du das Setting nicht. Also was soll es denn sonst sein? Nee, das Setting, wie es halt gefilmt ist, mag ich nicht, aber auch die Geschichte nicht. Wir müssen ja schnell weg, Tino. Ich muss dich vor dir selbst beschützen. Hatten wir nicht mal auch einen Brennpunkt dazu gemacht? So, Lord of Bestimmt, the Rings haben so. Wir haben alles dazu gemacht. War ich da auch schon so granted? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch eine witzige News, die mich wieder sympathisch macht. Und zwar, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ich habe das die Woche gelesen. Und zwar berichtet der BR, auf einer Bahnfahrt zwischen Nürnberg und Hof wollte ein Mann wissen, wo der Zug geteilt werde. Dafür nutzte der Iraker eine Übersetzungs-App auf seinem Handy. Doch die App übersetzte, und jetzt kommt's, dass der Zug explodieren werde. Mhm. Die Mitreisenden, der Mann, die Nachricht gezeigt hatte, rief die Polizei. Der Zug wurde daraufhin evakuiert. Und das finde ich aber einfach witzige Geschichte einfach. Also es ist so eskaliert, so aus nichts. So ein harmloser Tourist aus dem Irak oder so wollte einfach nur wissen, wird der Zug geteilt und Übersetzungs-App und so. Ja. Und dann zeigt es einer Person und dann liest er halt nur explodiert. Und dann gibt es halt riesigen Aufschrei. Das finde ich irgendwie so Loriot-mäßig. Irgendwie so ein bisschen Das ist wie, wenn du dich verzettelst und aus Versehen sagst, Herr der Ringe wäre schlecht gemacht. Das frag ich eigentlich aus Versehen. Tino, du lässt dich nicht retten, ne? Nee, will ich nicht. Mindestens einer der jungen Männer, die den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden zusammengeschlagen haben, sollen im rechtsextremen Spektrum verortet sein. Surprise Pikachu-Face. Ja. Das ist auf jeden Fall auch passiert. Also was auch spannend war, die Reaktion der verschiedenen Fraktionen. Mhm. Und zwar gab es ich habe eine Übersicht gesehen, wie halt die Grünen, die FDP, die CDU und so weiter reagiert hatten auf diesen Überfall und alle so, das darf nicht sein, wie kann das passieren und wir wünschen dem Mann alles Gute. Und dann gab es von der AfD einen Kommentar, die SPD muss ja auch selbst hinterfragen, ob sie mit ihrem hetzerischen Verhalten solche Aktionen nicht befeuert. Hm. Und dann war der nächste Gag, das ist ein paar Tage später auch einem AfDler passiert, das ist irgendwie auf sein Haus oder so wurde irgendwas draufgeworfen, wo ein Riesenskandal war, oh mein Gott, Gewaltanschlag gegen die AfD, wo ich den Satz dieses Politikers kopiert habe und habe SPD durch AfD ersetzt. Hm. Und da habe ich einen Shitstorm von AfDlern bekommen, wie kann man so was sagen, das zu verharmlosen und so, egal wie man spricht, das hat keiner verdient, wo ich dann geschrieben habe, ich habe nur euren AfD-Mann gerade zitiert und nur SPD durch AfD ersetzt, da war wieder Ruhe. Ja, fand aber an dieser Stelle möchte ich trotzdem nochmal Hilfe suchend an die Ambivalenz der heterogenen Masse verweisen. Weil nur weil du von einer Person das eine hörst, heißt ja nicht, dass alle so denken. Also naja, das zieht sich ja schon durch. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber trotzdem, ne? Also auch wenn man jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Videospieldebatten, wo ich ganz kurz mal einen winzigen Videospielblock überleiten wollen würde, wenn man da so liest, das Spiel ist super scheiße, weißt du, und dann sagt jemand, das Spiel ist super geil, und dann sagt eine dritte Person, ja, irgendwie, das Internet ist sich überhaupt nicht im Reinen, also irgendwie liebt ihr das Spiel und hasst das auch. Als wäre es nicht möglich, dass halt irgendwie beides. Das ist zusammen, ja klar, aber hier geht es ja um strukturelle Probleme. Ich verstehe, was du meinst. Ich wollte trotzdem. Es war exemplarisch. Es war jetzt nicht irgendwie. Genau. Also, ich finde, es hat. Das ist schon ein witziger Move, den du gemacht hast. Ich verstehe die Kritik, aber. Ich wollte es gar nicht kritisieren. Ich wollte es mal in den Raum werfen. Das ist mal auch okay. Ja. Also auch einen Raum werfen können. Jetzt wolltest du mein Videospiel-Ding hier übergehen. Ach so, ich dachte, das war's schon. Ne, das hat sich so die letzten zwei Wochen durchgezogen. Ich mach's wirklich ganz kurz. Ach, erzähl. Ich chill kurz hier. Helldivers 2 wurde quasi, also Helldivers 2, ein krass gehyptes Spiel dieses Jahr, wahrscheinlich auf dem Weg, Game of the Year zu werden, whatever. Sony hat dann irgendwann gesagt, ey, ihr braucht einen PlayStation-Account dafür, selbst wenn ihr auf PC spielt. Viele Länder können das nicht supporten, da gibt's das nicht oder Leute wollen das auch nicht. Da gab's einen Shitstorm, dann hat Steam gesagt, okay, wir nehmen das da raus. Und dann wurde zurückgerudert, doch nicht. Und jetzt ist aber das immer noch blockiert in diversen Ländern. Das ist auf jeden Fall passiert. Und die Gaming-Szene, auch wenn dich das nicht so sehr tangiert, solange du dein SimCity oder sowas spielst. City Skylines. SimCity ist ja wohl ein Scheißdreck dagegen. Spielen also, kannst. Microsoft schließt zum Beispiel viele Game-Studios. Das ist die letzten anderthalb, zwei Jahre krass, dass viele Studios geschlossen werden. Unter anderem Tango Gameworks, was gerade Hi-Fi Rush gemacht hat. Also ein Spiel, was super erfolgreich war, super beliebt, aber scheinbar die Shareholders nicht genug befriedigt hat, sodass quasi jetzt noch mehr runtergedumpt wird. Mhm. Und vier Studios werden geschlossen, beziehungsweise drei geschlossen. Eins
merged zusammen. Egal. Und Microsoft will weiter gucken, wie sie das machen. Das Problem dabei ist, dass Microsoft halt immer weiter Studios aufkauft. Mhm. Dann machen die ein Spiel und ein Jahr später werden die dann plötzlich geschlossen. Und das ist halt kein geiler Move. Aber das, worauf ich dann am meisten hinaus will, was gerade in der Gaming-Szene relevant ist, ist nämlich, dass, jetzt will ich nichts Falsches sagen, EA gesagt hat, beziehungsweise der CEO, dass sie anfangen wollen zu überlegen, wie sie in AAA-Spiele, also die besonders großen, ja, diese Flaggschiffe, Werbung einbauen. Und das ist... In Spiele? Ja, und das ist auf jeden Fall so ein Ding. Er sagt auch dazu, wir werden ganz vorsichtig sein, wie wir das machen, aber das ist wieder dieses, ne, einmal angefangen, dann ist der Stein im Rollen. Na, gibt es schon sowas wie Product Placement in irgendwelchen Spielen, dass du halt einen Charakter spielst, der dann irgendwie eine Cola trinkt und dann ist das Pepsi drauf? Ja, in sowas wie FIFA gibt es auf jeden Fall, dass hinten die Banner sind, aber da passt das ja auch voll. Na klar, da. Aber wenn ich mir jetzt Boxen vorstelle, Kratos geht irgendwo durch die griechische Mythologie und dahin hinten. Erstmal ein Red Bull. Erstmal ein Red Bull, erstmal Mountain Dew. Da, also, ne, das ist natürlich jetzt noch lustig, aber früher oder später kann das, wenn der Stein erstmal rollt, passieren. Also natürlich nicht in der Form wahrscheinlich, aber und das ist alarmierend. Oder wie bei Mario dann die Pilze ersetzt werden durch irgendwelche Chiquita-Bananen oder ja. So. Wär Mario Kart zum Beispiel wäre witzig, ne? Ja. So, find ich gut. Doch, ist eine Entwicklung, die ich durchaus befürworte. Ja. Hast du noch mehr Videospiele? Nee, Videospiele ist erstmal durch. Ich habe es wirklich ganz kurz runtergebrochen, okay, damit wir es nur erwähnen können. Und können jetzt zu erfreulicheren Sachen kommen. Xavier Naidoo. Oh ja, ja, ist zurück, ne? Bald kehre ich zurück mit neuer Musik im Gepäck, um eure Herzen zu erwärmen mit einem neuen Zweck. Wie ein Phönix aus der Asche steige ich empor, bereit, euch zu berühren wie nie zuvor. Danke, Oliver Pocher. Ja, das haben wir ja auch schon auch ignoriert, ne, dass Pocher ja Naidoo auf die Bühne geholt hat und so. Mhm. Ah, ich weiß nicht. Obwohl, ich will mich korrigieren, weil ich glaube, Naidoo ist ja jemand, der hat das ja zurückgenommen. Ja, er hat wieder ein Heulvideo gemacht, wie er es immer macht. Erst heulen wegen die armen Adrenochrom-Kinder ja. Und dann heulen mit, ich habe mich vielleicht doch ein bisschen geirrt, aber die Kinder und Corona und Halsmaul. Aber da ich ja jemand bin, der ja auch verzeiht, ne? Das ist so nett. Und ich will ja auch... ich mache ja auch meine politische Meinungsbildung, Menschen zu überzeugen. Man kann ja nicht alle irgendwie hinrichten lassen. Das geht ja nun mal nicht. Und deswegen, wenn jetzt Leute wie weiß nicht, wenn es auch auf Wendler machen würde und Hildmann und so, wenn die sich aufrichtig entschuldigen würden für ihre dummen Aussagen, für ihre Hetzereien und das echt akzeptieren, dass sie Scheiße gebaut haben, würde ich auch sagen, komm, hier, ich stelle euch noch 5 Wort zu fürs neue Album oder fürs neue Kochbuch, damit ihr wieder auf die Reihen kommt und Teil der Gesellschaft werdet. Und bei Naidoo würde ich das genauso sehen. Also ich verzeih ihm auch seine wilden Verschwörungstakes, aber ich verzeih ihm halt nicht seine Musik und deswegen die ist ja okay, bleib, leider, wo du herkommst. Die ist ja okay, leider, die Musik. Ich muss dir sagen, ich fand Naidoos Musik schon irgendwie okay. Nicht alle Songs, so dieser Weg und so, fand ich mal ein bisschen lame, aber er hat auch Songs gemacht, die ich richtig gut fand. So Ich kenne nichts, hat mir immer ganz gut gefallen. Es lief auch irgendwie im Radio letztens in Wien, wo ich im Restaurant war, auch ein Lied von ihm, wo ich auch dachte, eigentlich ist ein geiler Song, leider. Hm. Aber er ist halt so ein Wichser gewesen. Also ich würde es genau andersrum sagen, die Musik ist halt, also der ist bestimmt ein ganz lieber, aber die Musik ist nicht meins. Sagen ja auch viele, ne? Also auch die, als er noch so ein Verschwörungsdude war, haben auch viele gesagt, dass sie noch an ihm irgendwie festhalten, weil er einfach ein netter Typ ist trotzdem und er ist nicht böse meint. Du hast eben gesagt, man kann nicht alle hinrichten, da möchte ich jetzt so ein 1-Minuten-Streamer-Highlight jetzt hier reinballern, denn der Streamer Sean the Black sagt, man muss einen anderen Streamer, nämlich mit dem Namen Destiny, der auch sehr groß ist, töten, ja, weil er das N-Wort verwendet hat. Nicht das harte, sondern das mit A in einem Tweet, provokanterweise. Und das ist insofern relevant, dass das nicht relevant scheinbar für Twitch ist. Also er hat sich selbst geblurrt, gepiept. Mhm. Oh, ja, und deswegen, man muss die alle, weißt du, und man checkt aber, dass er sagt, dass man die alle töten müsste und dann, was ja nicht piept, ist, das passiert, wenn man nicht alle Sklavenhändler tötet, weil die haben dann Kinder und diese Kinder haben dann Kinder und dann passiert das. Und das ist auf jeden Fall ein hotter Take, ja, sehr hot, ein Lava-Take, würde ich fast sagen, aber bis jetzt gab es da keine Konsequenzen. So. Ja, gut, jetzt so Mord aufrufen ist jetzt nicht notwendig. Das ist nicht auf die feine englische Art. Nee, nicht so englisch. Ja. Aber zum Glück ist auch was Positives auf Twitch passiert, nämlich Twitch erlaubt jetzt endlich wieder Twerking und Arschwackel-Emotes. Ach toll, das freut mich aber. Ja. Wirst du auch anfangen, wieder mit dem Arsch zu wackeln? Mal gucken, vielleicht, ja. Warum nicht? So, ich glaube, ich habe dir irgendeine Überleitung versaut, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich habe ja noch ein paar Themen aufgeschrieben. Wir können auch gerne zum ESC kommen. Ja, sprich nochmal. Aber nur kurz, Leidenschaft. Okay. Weil ich habe nicht geguckt.
Oh, was? Alter. Ich war also, an dem Abend im... Ich fall vom Glauben ab, Tino. Ich war an dem Abend leider im Musical, hatte dafür Karten und konnte es nicht gucken. Und wir waren dann halt nach dem Musical halt in der Bar und haben halt so Leute angesprochen, die aus Holland kamen, lustigerweise. Wir hatten gewonnen, die so, ja, hier Schweiz mit Nemo und so. Und wir so, ja, und Deutschland. Und da haben wir uns schon weggeduckt so und dachten, ja, wieder 0 Punkte. Und die meinten, nee, doch, 12. Platz, gar nicht so schlecht. Also hat dieser Isaac Newton, der wieder hieß, hat uns wieder rausgeboxt aus der Misere. Wo auch dann der Beweis liegt, dass es einfach eine scheiß Songs lagen in den letzten Jahren. Ich fand sie nicht alle schlecht, aber... Wie viele Leute machen damit? Ist 12. Platz nicht trotzdem scheiße? Nee, von... Dieses Jahr waren es 35 oder sowas? Ach, weiß ich nicht. Es bewegt sich so in der Richtung 25 bis 36, irgendwie so in der Richtung. Es ist auch jedes Jahr verschieden. Aber es gibt auch immer so zwei Hälften, links und rechts quasi. Und wir waren auf der linken Seite, also Platz 12. Gar nicht so schlecht, das ist ewig her, dass es passiert ist. Und das Song, ich fand ihn langweilig. Aber wenn er uns was gebracht hat, finde ich das ja schön. Und es gab vorher schon Diskussionen um den Beitrag aus den Niederlanden, weil nämlich der Sänger Joost Klein, der auch bekannt ist für den Friesenjungen-Song mit Chiago und Otto Walkes, der soll während einer Probe einer Kamerafrau eine drohende Geste gemacht haben. Und daraufhin gab es halt dann sogar eine Anzeige wohl von dieser Kamerafrau oder von dieser Frau, die da arbeitet. Und dann wurde Joost ausgeschlossen aus dem Contest, was die Niederlande nicht gut finden. Und der ESC hat sich halt sehr bedeckt gehalten. Nur es gab einen Vorfall, drohende Geste, bla bla, aber ganz genau weiß man es nicht. Man weiß aber, dass es irgendwie eine Anzeige gab. Jetzt lass den doch in Ruhe seinen Hitlergruß machen, mein Gott. Das war es wohl nicht. Es war wohl angeblich sowas wie, er wollte nicht gefilmt werden. Ab einem gewissen Zeitpunkt, der ist trotzdem gefilmt worden und fotografiert worden, hat dann irgendwie so eine, man weiß nicht welche, eine drohende Geste gemacht. Also ganz ehrlich, ne, es gibt ja diese, ey, stopp, so wenn du quasi eher so mit dem Zeigefinger Richtung Hals so wedelst, ja. So wie ein Fächer, was weiß ich. Und dann dieses mit dem Zeigefinger so einmal so langfahren, so wie der andere Träger mit dem Daumen so. Oder mit dem Daumen, ja. Aber ganz ehrlich, wenn du 2024 diese Geste machst, dann gehörst du gefoltert, weil das ist ja sowas von gestrig. Wer macht das denn noch? Wir wissen es halt nicht. Peinlich. Wir kennen die Geste nicht. Das hat er niemals gemacht. Also kein Mensch ist heutzutage noch so peinlich und macht diese ich schneide dir den Hals durch Geste. Und was, wenn er so ein Messer imitiert hat und es in sie so reingestochen hat, so als drohende Geste? Nee, das ist Jubeln von einem Scooter-Song. Also wir kennen die Geste nicht. Jedenfalls die Geste vom EST war, ihn auszuschließen, ihn zu disqualifizieren, wogegen sich jetzt die Niederlande sich wehren wollen, auch im Nachhinein noch, weil Joost galt wohl als Favorit für seinen Europapaar-Song, den ich auch noch nicht gehört habe. Er war auch sehr schrill. Aber es war eigentlich alles. Ne? Was noch war, ist, dass Israel in der Kritik ganz groß stand, Überraschung. Denn die wurden nicht ausgeschlossen, im Gegensatz zu vielen Menschen, die protestiert haben. Auch Greta Thunberg war vor Ort, hat gegen die Teilnehmer von Israel protestiert. Wurde sogar irgendwie, ja, zumindest weggetragen auf jeden Fall. Hat wohl Stress gemacht. Und da muss ich sagen, das sehe ich erstmal zwiespältig. Weil, also nicht mal diese Teilnahme am ESC, da habe ich noch gedacht, okay, da kann man wohl diskutieren. Aber... während die Sängerin gesungen hat auf der Bühne für Israel, gab es halt dutzende Buhrufe, Leute haben sich weggedreht, haben Mittelfinger gezeigt, haben die Halle verlassen und so. Und da wurde sie auch noch bedroht die ganze Zeit und musste das Hotel öfter wechseln. Auch sogar die Kommentatoren aus Israel mussten halt ständig ihre Hotels wechseln, weil es Morddrohungen gab. Und was erreichst du denn damit? Also eigentlich überhaupt nichts. Es ist eine arme Künstlerin, deren Gesinnung du gar nicht kennst. Was sie gemacht hat, war einen Song zu schreiben, der diesen Anschlag am 7. Oktober so ein bisschen verarbeitet. Ne? Aber sie singt, ja, oder hat sie auch nicht einmal, soweit ich zumindest recherchieren konnte, sich nicht zu dem Thema geäußert. Hey, also wenn sie einen Song darüber macht, dann muss sie sich doch in irgendeiner Form darüber äußern. Nee, sie hat nur über diesen Anschlag gesungen, dass er halt furchtbar war und dass Menschen gestorben sind, worüber wir uns ja alle einig sind, dass es ja nicht okay ist. Aber trotzdem. Aber da kann man jetzt nicht sagen, dass es nicht dazu geäußert. Das ist aber sie hat jetzt nicht zum Beispiel gesagt, irgendwie scheiß Palästina oder so, oder bringt die alle um oder irgendwas, oder ich stehe hinter Netanyahu und so, der israelischen Regierung. Es ist ja auch nicht so, gemacht. Wenn du jetzt das Individuum im Publikum bist und da buhst, ist es ja nicht so, dass du irgendwas bezwecken willst oder also schon, aber dass du jetzt eine krasse Agenda verfolgst. Du bist halt nur gerade unzufrieden mit irgendwelcher israelischen Politik und willst es irgendwie zum Ausdruck bringen. Das ist ja kein koordiniertes Statement. Was kann denn die Sängerin dafür? Also natürlich, ich finde ja nicht mal das Buhen so schlimm. Ich finde ja
du hast ja als buhende Person in dem Moment nur die Gelegenheit. Du kannst ja nicht irgendwie einen Brief an Netanyahu schicken und sagen, hier, also bestimmt hat er vielleicht auch irgendwo eine E-Mail, kannst du vielleicht auch machen, aber in dem Moment hast du halt die Bühne, um da gehört zu machen. Das ist natürlich scheiße, dass es die in dem Moment trifft, aber das jetzt irgendwie direkt wieder als Hassverbrechen gegen diese eine Person auszulegen, nee, Buhn, ist auch wieder schwierig. Buhn ist ja geschenkt, von mir aus, ja. Das war ja noch so die Spitze, ja, klar, also des Eisbergs. Morddrohungen und so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war ja gar nicht das Thema. Das Thema war vielmehr, dass sie Morddrohungen bekommen hat, ja, ohne Ende. Sie musste ihr Hotelzimmer wechseln und die Kommentatoren, wie gesagt, auch. Und das geht halt nicht. Was reißt du denn damit? Dass diese arme Künstlerin, deren Gesinnung, also ich habe nichts gefunden dazu, wie sie sich dazu geäußert, vielleicht bin ich auch dumm. Selbst wenn die so eine Gesinnung hat, ist Morddrohung dumm. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist die Baseline, über die wir uns alle, wenn wir halbwegs vernünftig sind, glaube ich, einigen. Aber die Frage ist auch, was bewegst du denn, damit sie zu bedrohen oder sie zu ermorden? Gar nichts. Weißt du, die israelische Regierung wird nicht sagen, oh, beim EST wird jetzt ausgebuht oder Sängerin ist geschlagen worden. Jetzt schicken wir keine Raketen mehr Richtung Gazastreifen. Jein. Also nicht. Nehmen wir jetzt mal an, diese ganzen Morddrohungen wären nicht und stattdessen wäre die Halle komplett leer gewesen in dem Moment des Auftritts. Dann hätte ich, glaube ich, schon Potenzial gesehen, dass das irgendwas erreicht. So, weil Israel macht da halt Dinge so, die nicht bei jedem gut ankommen. Natürlich nicht. Ja. Und wenn dann plötzlich so eine Gesellschaft, eine relativ offene Gesellschaft wie das ESC-Publikum, geschlossen irgendwie plötzlich den Raum verlässt, da kannst du mir nicht erzählen, dass denen das völlig egal ist. So. Nee, also das ist ja wie gesagt auch ein bisschen so. Und ich finde es ja auch völlig okay, dass man da irgendwie buht, dass man eine Meinung hat. Aber wie gesagt, diese Drohungen und so weiter gegen die Künstlerin als Person, das habe ich halt nicht wahrgenommen. Und ich habe auch noch irgendwie so einen Text gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, der auch nochmal kritisiert hat, was willst du denn, also wenn du jemanden bedrohst und Sachen nach ihr wirfst, was ist denn dein Ziel? Es ist ja, sie umzubringen. Aber wenn du wirklich Lust hast, irgendwie dagegen zu protestieren, dann boykottierst du doch diesen Contest eigentlich nur und schickst vielleicht mal einen kritischen Kommentar ab oder so. Aber diese Drohungen finde ich einfach nicht in Ordnung. Es ist einfach nur ein Hassverbrechen in meiner Meinung. Genau, und das war auch noch so ein Ding, weil Joost Klein sich wohl auch, während die israelische Künstlerin auf der Pressekonferenz gesprochen hat, hat er sich irgendwie eine Fahne übers Gesicht irgendwie gezogen und ihr nicht zugehört und so, hat sie die ganze Zeit diskreditiert und dumm gemacht, wobei es um das Thema gar nicht ging, sondern es einfach nur um den Song ging und um sie als Künstlerin, da hat er sich wohl auch schon sehr komisch verhalten. Mhm. Nicht als einziger, aber... Ich habe hier noch einen Take dazu, wenn wir gerade wieder bei diesem heißen Eisen Israel angekommen sind. Ein Kommentar, den ich gelesen habe. Disagreeing with Jewish people who do this is no different than disagreeing with Christian people who were Nazis. This isn't faith, this is politics. And it's fine to think that this is garbage behavior. Also, dass man das einfach klar trennt und sagt, politischer Move, nicht so geil, hat nichts mit eurer Religion zu tun. Ja. Und dann kann man da vielleicht auf einer gewissen Basis drüber reden. Ohne zu sagen, Hamas ist toll und ihr sollt euch bitte ausbreiten in ganz Israel und was auch immer. Egal, es ist wieder lästig. Genau, und auch dazu, die Person, die gewonnen hat, heißt Nemo, ist nicht binär und bevorzugt keine Pronomen. Das heißt, die Person will einfach nur als Nemo bezeichnet werden. Da gab es auch ganz viele Berichte von Leuten, die ihn die Nemo misgendert haben und gesagt haben, er ist der Gewinner und so, der Herr und so, was auch ganz, ganz krass dann auch überschlägt in Hasswellen. Das war auch Puff Puff passiert bei TV Total, dass er auch von ihm gesprochen hat, obwohl es halt nicht stimmt, wo ich sagen muss, ey Leute, es stimmt, achtet auch bei nicht-binären Leuten drauf, sie nicht zu misgendern, aber ihr müsst da jetzt nicht mit Hasskommentaren kommen, mit Drohungen, gerade das nicht-binäre Thema ist noch nicht so angekommen, versucht Leute da zu überzeugen, aber Hass führt zu nichts. Ich bin da ja auch, dass ich da sehr indifferent bin und soll doch jeder handhaben, wie er, sie, es, whatever, ne? Nemo möchte. Jedoch kannst du nicht verlangen, also im Sinne von davon ausgehen, dass Leute das ganz Normale, was man in jedem Deutschunterricht beigebracht wird, dass man Wörter ersetzt, um einen Text ansprechender zu machen, dass wenn man eine Person zum Beispiel beschreibt, die Dinge immer wieder tut, dass man manchmal den Namen verwendet, manchmal halt ein Pronomen, um das abwechslungsreicher gestalten zu können. Das ist ganz normal in der deutschen Sprache und dass es in dem Redefluss nicht so natürlich drin ist, dass du permanent immer nur den Namen sagst. Davon kann man halt leider nicht ausgehen. So. Und das dann aber als da Hass auslegen oder als Ignoranz ist halt ein bisschen schwierig. Da gehe ich noch mit. Das ist so ein bisschen wie, man kann es auch nicht jeder Person ansehen, ne? Also für Pronomen sie benutzt und ob überhaupt. Deswegen gehe ich ja immer dazu über, Pronomen für Menschen, die ich nicht kenne, nicht zu benutzen. Ne? Also ich versuche eigentlich, klar, es kann mal rausrutschen,
Aber wenn ich jetzt irgendwie in einem Restaurant bin oder über irgendeine Person rede, würde ich niemals sagen, na junge Frau oder na junger Mann oder er oder sie. So, ich versuche immer über die Person, den Menschen zu sprechen, weil ich es halt vorher nicht weiß. Aber es ja, kannst wie, du halt. Wie sprichst du dann jemand an? Also blind? Hallo. Ja, okay. Wow. Hallo. Man kann ja auch so, klar, es ist sehr ideologisch vielleicht von mir gedacht, aber ich bin jemand, wenn ich mit neuen Leuten noch beruflich zu tun habe, sage ich, hi, ich bin Tino, wie willst du angesprochen werden? So, dann frage ich, wie heißt du, wie sind deine Pronomen, fertig. Das ist aber ja. meine sehr schon sehr progressive Sicht, die ich auch nicht immer hatte, aber ich habe mich dazu entschlossen, das so zu machen. Ist ein schöner Move, aber also da würde ich grundsätzlich sagen, wenn du, also bei wie vielen Leuten passiert da was Unerwartetes, wenn du die ansprichst, sage ich mal? Je nach also du, halt, ja, ja, du bist natürlich auch in Bubbles unterwegs, aber ja. Nehmen wir jetzt mal den Durchschnittsmensch, wenn du 100 Leute ansprichst, werden dir wahrscheinlich 99 das sagen, was du erwarten würdest, sage ich mal. Und da ist es dann schon irgendwie, weiß ich nicht. Trotz allem, also aber ich habe auch schon viele Leute gesehen, auch im Mainstream, die Leute nicht mehr, also wenn jetzt einen Mann interviewen, dass sie nicht sofort sagen, na, haben sie eigentlich eine Ehefrau, sondern die auch trotzdem sagen, haben sie denn einen Ehepartner, Ehepartnerin oder so, die ist auch schon, obwohl auch die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass der Mann schwul ist, das sind ja irgendwie 10%, das sind queer von Leuten, trotzdem gehen auch ja. Menschen nicht mehr davon aus. Aber und ich glaube auch, dass es auch, in was Pronomen geht, auch sich dahin entwickelt, als man es auch nicht mehr voraussetzt. Da möchte ich aber dennoch als Mathematiker, der ich bin, sagen, dass es wahrscheinlich trotzdem sehr viel mehr Homosexuelle gibt als Leute, die irgendwie ein spezielles Pronomen verwenden. Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine Zahlen. So, es kann schon sein. Das ist möglich. Und noch letzte Meldung zum ESC. Nemo hat während des Siegersongs die Trophäe kaputt gemacht. Es ist so ein richtig schwerer Glas-Bobby, kann man sagen. Richtig aus Versehen oder Ding. Aus Versehen. Ach so. Und hat sich auch dabei den Daumen gebrochen. Das war noch passiert. Ja, nicht ganz so langweilig. Ja. Gut, sagen wir noch zwei Sachen zum Schluss. Einmal, weil es passt, Peru hat jetzt Transpersonen als mentally ill klassifiziert. Herzlichen Glückwunsch, Peru. Super. Aber was Fröhliches für mich, und zwar Frankreich hat etwas gestartet gegen die Shrinkflation. Also ab 1. Juli müssen Produkte, die geschrinkt wurden, ich erkläre es sofort, falls ihr das nicht wisst, als solche gelabelt werden. Geschrinkt. Das sind Sachen, wenn du quasi ein Produkt jahrelang kennst, das kostet 99 Cent, du kaufst es immer wieder und dann plötzlich holst du das Gleiche, es kostet das Gleiche, aber es ist weniger drin. Mhm. Und das ist doch mal ein Move, der so gegen diesen fucking Corporate Greed geht, dieses an allen Ecken und Stellen, das habe ich vorhin bei diesem Gaming-Part nicht betont, aber das ist auch alles nur diese Drecks Late-Stage-Capitalism und jeden fucking Cent rauspressen. Jetzt 10% weniger. So, und das ist halt ein Move, ein simpler Move, wenn du einfach draufschreibst, yo, ja, da ist jetzt 20% mehr Luft drin oder whatever, was sie dann schreiben müssen. Oder vielleicht machen sie es dann auch einfach nicht mehr, weil die Leute halt dann keinen Bock haben, das zu kaufen. Aber das tut ihnen, glaube ich, weh, den Unternehmen. Das, also jetzt ernsthaft, ich glaube, das ist das, was wollen die, da haben die gar keinen Bock drauf. Ja, ich finde das super geil. Diese Lebensmittelampeln, haben sie auch schon irgendwie weggelobbyismus, so im EU-Parlament. Das würde auch in der EU nicht durchgehen, glaube ich. Ich finde es super geil. Ja, ich will keine Chips-Tüten, wo die Hälfte Luft drin ist, fickt euch alle. Und wer sie auch ficken sollte, laut eines Attentäters, war der Ministerpräsident von Slowakei. Robert Fico wurde nämlich nach einem Fico? Ja, also mit F-I-C-O, wurde nach einem Regierungstreffen angeschossen in den Bauch und war lebensgefährlich verletzt. Inzwischen nicht mehr, ist immer noch ernste Lage, aber er ist nicht mehr Lebensgefahr. Und das ist doch passiert, das war auch noch ein großes Ding. Habe ich nicht mitbekriegt, aber herzlichen Glückwunsch für Fico, ja. für den Namen. Ja, also es gibt auch noch ein bisschen mehr mit Putin und bla, aber lass uns mal zum Schluss kommen, wir sind schon über die Zeit. Genau, Universal erlaubt bald wieder auf TikTok alle Songs und so. Ja, also es sind Sachen passiert, aber wir müssen noch nicht alles erzählen. Ja. Ihr solltet auch noch Anreiz haben, euch zu belesen, Nachrichten zu lesen und aber so weiter. Aber The Boys Staffel 4 Trailer. Wir haben angefangen zu gucken, The Boys. Sehr gut. Die ersten zwei Folgen und es ist super. Ist für mich eine 9 von 10, die Serie. Ich freue mich auf die letzte Staffel. Wie findest du Kimiko? Oh, ist die süß. Also bleibt's auch gleich, ja? Kennst du Kimiko schon? Ich weiß es gar nicht. Wer ist? Eine asiatische Person? Nein, oh, nein. Oh, ich habe nichts Kommt gesagt. Noch. Oh, die ist einfach, oh, die ist so ein Treasure. Aber wie sad die erste Folge war, dass dieser Verkäufer da irgendwie seine Traumfrau hat. Spoiler. Und so. Nee, aber das ist halt einfach so eine süße Geschichte. Du denkst so, ja, die beiden werden so sich durch die Serie ziehen. Also war schon krass. Ja. War schon krass. Kommt noch mehr davon. Fand ich gut. Was geben wir in der Woche? Ich gebe der Woche Karen Fukuhara von 10. Das ist Kimiko. Okay. Das ist einfach,
Einfach goldig. Also es ist viel passiert. Ich lebe für die. Es ist viel passiert. Aber es sind halt ein paar Sachen, die ich gesagt habe, sind halt auch letzte Woche. Aber ich gebe trotzdem... Das Internet glühte. Es ist eigentlich mindestens ein 8. Ja, doch, gehe ich auch mit. Allein ein Hitlerbart aus Kot, also das ist, wir müssen auf eine 9 gehen, weil das ist so eine Schlagzeile, die kannst du dir ja nicht ausdenken. Lass auf eine 9 gehen, Es wurde mal wieder Zeit. Und macht den Valomaten, liebe Leute, also da kamen Sachen raus, die mich auch überrascht haben. Ich habe eine völlig neue Partei gefunden, die ich jetzt gut finde, würde ich mir noch auch belesen muss. Also auf jeden Fall stark gemacht, Valomat für die EU-Wahl. Okay, mach 9 mal. Von 10, schön. Und auch einen Song für die Playlist brauchst du. Ich habe schon einen. Okay. Und zwar, ich muss die jedes Mal suchen, die Playlist, weil die verschwindet hier. Brennholz unter Musik bei Spotify hat schon 41 Saves und ihr könnt dann mit 10,5 Stunden Musik hören. Mit einem ganz bunten Mischmasch. Und zwar kam jetzt ganz neu bei Spotify raus die alten Anime-Songs. Denn die Anime-CDs von früher werden jetzt Stück für Stück bei Spotify hochgeladen. Ja. Und ich habe es ja als Kind geliebt, ich habe es geatmet. Ja, ich habe Anime-Songs gehört rauf und runter, die ich nie in den Animes gehört habe, komischerweise, aber irgendwie waren die auf den Soundtracks drauf. Und ich tue von Fred Rötscher gesungen, Alles, was ich will, drauf, aus Dragon Ball Z. Geiler Song. Es müsste eigentlich ein Chart-Song sein, ja. Es ist eigentlich künstlerisch auf einer 10 von 10. Alles, was ich will, von Fred Rötscher gesungen, Anime All-Stars. Übelst geil. Ich möchte Patti LaBelle mit New Attitude, ein Song aus Beverly Hills Cop. Ein absoluter Banger. Also wer da still sitzen kann, der ist einfach klinisch tot. New Attitude, wo ist es denn? Ich hoffe, das gibt's, weil es halt so Film-Soundtrack ist. New Attitude, ist es, jawohl. Banger, absoluter Banger. Rödelt's euch rein, Leute. Beverly Hills Cop gibt's ja auch dieses Jahr einen neuen Teil, nach 20 Jahren. Der vierte Teil kommt, ja, Trailer ist raus. Und Hallo Spencer auch, gibt's auch einen neuen Film. Eddie Murphy sieht immer noch genauso aus wie damals. Die anderen beiden sind einfach 50 Jahre gealtert. Wurde er nicht gecancelt? Na. Ich dachte, der hat irgendwas Doofes gemacht. Na, der hat irgendwann mal einen Joke auf Transpersonen gemacht, wahrscheinlich. Das war, glaube ich, so ein Ding. Aber ja, diese Phase muss jeder Comedian mal durchmachen, bis er sehen, dass es dann irgendwann langweilig wird. Es gibt ja auch coole Comedians, die haben Transwitze gemacht, die es aber einordnen, während sie das erzählen. Ich sag da auch nicht pauschal was gegen, genau. Aber es ist irgendwie auch so ein easy Ding. So, das ist irgendwie wow. Aber den besten Satz, den ich dazu gehört habe, ist, Transpersonen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, das ist ja basically. Ja, das ist der sinnlichste, beste Gag. Gut, dann, Leute, wascht euch mal. Ich glaube, wir haben schon hart überzogen. Da habt ihr jetzt die ordentliche Ladung Brennpunkt, weil letzte Woche keiner kam. Das ist doch schön. Ich würde euch noch was empfehlen, ich finde es gerade nicht. Ich mache nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, die machen bald mal wieder ein Special oder so, weil wir müssen noch eins nachholen unbedingt. Ja. Vielleicht gehen wir einfach live oder so.